Hallo Leute, willkommen bei Folge 61 von Prince of Persia. Wir haben am Ende der letzten Folge das schwarze Tor Nummer 4 geöffnet in das Reich des Kriegers. Und da hören wir uns doch jetzt mal an, was Illica zur Festung des Kriegers so zu sagen hat. Ahriman gab jedem der Verdammten eine Festung. Dies ist die Festung des Kriegers. Das schwarze Tor, das den Eingang versperrt, ist noch versiegelt. Das stimmt nicht, das haben wir gerade in der letzten Folge am Ende geöffnet. Aber ich würde sagen, wir setzen jetzt mal unseren Punkt hier. Genau. Und ich denke, Illica wird uns zur grünen Kraftplatte lotsen. Genau. Und da verschwindet das Signal auch. Also rüber mit uns. So, rüber. Das ist aber auch mal eine coole Perspektive. Blaue Kraftplatte. Grüne Kraftplatte. Oh, da hätte ich steiler laufen müssen. Ja. Ich hatte am Ende der letzten Folge noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass es hier noch irgendwelche Zeitverzögerungstaktiken gibt. Tja, so kann man sich irren, ne? Danke für die Fahrt, Ormast! Dieser Ormast. Das ist doch hier kein Reiseunternehmen. Ormast Travelers. Ja, komm schon. Jawohl. Mit geschlossenen Augen macht's noch mehr Spaß! Eine Plattform. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie versage, dann starten wir von hier aus. Was ich natürlich nicht vorhabe zu versagen, aber man weiß ja nie. Man muss immer auf alles gefasst sein. Nächste. Also da haben sie es schon sehr mit den grünen Kraftplatten hier bei dem Krieger. Der schimmert aber auch immer so immer blau-grün, also das ist. So, das ist eine miese Kameraperspektive. Das sieht man gar nicht, ob was kommt. Hey, da war ich doch erst. Die Lampen hängen quer in der Luft. Wow. Okay. Na, war ja klar. Wir müssen ihn zurückdrängen. Über die Kante. Wollt ihr noch lauter rufen? Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat. Es ist nicht zu spät. Kehrt um. Flieht. Ach Junge, wir wollen gar... Ihr seid mir ein großes, wandelndes, sehr großes Gartenornament. Gegen einen Gott. Noch ist er nicht entkommen. Da... Das war vor 1000 Jahren. Euer Kampf ist vorüber. Euer Volk ist tot. Ich muss ihn genau hier rüber kriegen. Okay. Hier gibt es nur Felsen und Steine. Warum kämpft ihr dafür? Gerade noch erwischt. Jetzt kommen alle seine Special Moves. Jetzt hat er wirklich alle 4 seiner Special Moves hintereinander gemacht. Und ich bin überrascht, ich habe sie alle 4. Ich habe alle 4 geschafft. Das war jetzt mal aber sehr interessant. Komm schon, jawohl. Und jetzt gleich. Jawohl. Jetzt volle Konzentration. Volle Konzentration. Jawoll. Seid frei. Ist der tot? Könnt ihr die Heilung ohne seinen Körper durchführen? Los! Und los geht's. Wow, arme Illica. Alles in Ordnung? Müssen wir jetzt seinen Körper suchen oder was? Äh?
Okay. Oh, klasse. Jetzt brennt er auch noch. Oh no. Hi, war nicht so gemeint. Und was jetzt? Aua. Die Heilung hat ihn wohl verletzt. Er wird schwächer. Ihr habt euer Volk gerettet. Ihr schuldet Ahriman nichts. Ich habe gedient. Ihr habt eurem Volk gedient. Sterbt ehrenvoll. Verrat! Du schoss deinen Eid. Diene bis zum Ende der Zeit. Ihr könnt dagegen ankämpfen. Ihr hört nicht genau auf euch. Stellt eure Ehre wieder her. Benutzt eure Stärke für etwas Ehrenvolles. Ihr seid nicht der, den Ahriman aus euch machen wollte. Er verliert jetzt immer mehr Energie, Lebensenergie nacheinander. Ich muss ihn ruhig hinhalten bloß, weil ich glaube nicht, dass das eine geschickte Sache ist, wenn ich ihn jetzt einfach angreife. Wenn ich wohl gewusst hätte, vorher schon gewusst hätte, dass Feuer ihm was zusetzt, dann hätte ich eine Fackel geholt. Mann, Mann, Mann. Ich meine, das ist auch nicht gerade ganz ehrenhaft, das, was ich da tue, aber... Oh nee, so geht's schneller. Ja, komm schon. Sei doch einfach ehrenvoll, ha? Huh? Oh, das tut weh, gell? So, was passiert, wenn er jetzt keine Energie mehr hat? War's das dann? Scheint so. Vergebt mir. Vergebt meinen Leuten. Man wird euch verzeihen. Oh. Ahriman. Wow. Ahriman. Hä? Hat er sich am Ende doch noch gegen Ahriman... Elika! Gegen Ahriman gewendet. Oh, arme Elika. Ich sagte doch, nicht zögern. Er rettete uns. Er wollte uns töten und wir hatten Glück. Strapaziert es nicht noch mehr! Oh no. Das sieht... Ach, jetzt müssen wir die Elika... Schon gut, hier sind wir sicher. Das okay, ist aber sicher war vielleicht gelogen. Etwas übertrieben. Er hat uns gerettet. Arme Elika. Wir müssen Elika jetzt hier wegtragen. Oh, hier geht's nicht gut. Er wollte uns töten. Und wenn wir hier bleiben, schafft er es. Nee, ich glaube, die Elika hat recht. Wir haben Magie und müssen trotzdem fliehen. Wow. Ich dachte, wir müssten von hier verschwinden. Ja. Oh. Ich meine, er joggt aber schon so gemütlich, ja. Also ich meine, geht alles unter um mich herum, aber was soll's. Nicht so einfach. Oh no. Und Rutschparty. Das ist irre. Wow. Ich sagte doch, nicht zögern. Er rettete uns. Wir hatten Glück. Er bekämpfte Ahriman. Er starb ehrenvoll. Man kann nicht ehrenvoll sterben. Man kann nur sterben. Hätte er Ahriman wirklich bekämpfen wollen, hätte er das tun sollen, als er noch lebte. Man kann es immer so und so sehen. Oh, das will die Elika nicht. Wir haben das Land geheilt. Die fruchtbaren Gebiete geben dem Tempel wieder Kraft. Müssen wir trotzdem noch zum Tempel? Dort gibt es fruchtbare Gebiete, die Energie kanalisieren. Wir müssten irgendwie auf den Baumschrein gelangen, dann erreichen wir sie. Und dann haben wir Ahriman gebannt. Ich dachte, Ahriman wäre in diesem Baumschrein. Na toll, dieser Blick nun wieder. Tut mir leid, dass ich euch reingezogen habe. Habt ihr nicht. Ein Esel war das. Ein Esel, ein Gott, ein Sandsturm. Jetzt bin ich halt hier, also bringen wir es zu Ende und reden dann weiter.
Nee, ich würde sagen, wir schauen, ob wir mit Elika weiterreden können. Weil sie blinkt ja endlich auch auf. Jetzt kommt es auf die nächsten paar Minuten an. Danach hätte ich eine echt schräge Geschichte erzählen können. Mhm. Na los, stecken wir einen Gott ins Gefängnis. Yeah. Vier Verdammte, ein paar hundert Soldaten tot, bleibt nur noch der Gott. Keine Sorge, Prinzessin. Wir sind fast da. Wie geht's von hier aus weiter? Was nun? Tja, Leute, ich würde sagen, da haben wir mal einen Hauch von Finale. Ich weiß aber nicht, ob das schon jetzt in der nächsten Folge passieren wird. Ich würde sagen, ich beende diese Folge, auch wenn sie sehr kurz ist. Und wir katapultieren, teleportieren uns dann zum Tempel. Ich würde sagen, wir hören uns auch noch mal an, was Elika jetzt zum Tempel zu sagen hat. Tempel, der Baum des Lebens. Die Wüste. Hier leuchteten die Bäume des Lichts und zeigten, dass Ahriman gebannt war. Die Bäume starben, der Tempel wurde schwächer und nun ist Ahrimans Stimme allgegenwärtig. Wir haben ja diese Folge schon so im Hintergrund ein bisschen Ahrimans Stimme gehört. Die kennen wir auch schon aus den Visionen, die wir von Elika mitbekommen haben über ihren Vater. Ich würde ihm sagen, wir beenden jetzt diesen Part, machen einen Cut und teleportieren uns dann am Anfang der nächsten Folge zum Tempel und stellen uns dann der Aufgabe, Ahriman wieder ins Gefängnis zu werfen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.